Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Als Schiedsrichter fungiert heute Ludwig Walfridsson. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Logisch, das muss Eckball geben. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Zweikampf um den Ballbesitz. Sehr gute Flanke. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Flanke fliegt in den 16er. Der Schiedsrichter signalisiert, das lasse ich nicht durchgehen. Klasse reingegeben, wird das was? Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Situation wurde geklärt. Simmons. Ein Pass. Er konnte passen. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Kopfball. Achtung, lässt. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Die verstehen sich blind. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Vorbei der Konter. Was willst du machen?
Simmons. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Souverän geklärt. Jetzt muss er ihn reinspielen. Vom Torwart abgefälscht. Der Ball, er ist im Gehäuse. Ein grandioser Kopfball. Wie aus dem Lehrbuch, Mané. Viele sind stark mit dem Fuß. Er macht's regelmäßig mit Köpfchen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert. Keine Chance für den Keeper. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Das wird sich Ihr Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Der könnte passen. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Logisch, das muss Eckball geben. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Gibt wieder Ecke. Der Kopfball wäre sonst drin gewesen. Und Eckball gibt's. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Die Flanke kommt gut. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Simmons. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gute Flanke. Klasse reingegeben, wird das was? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Achtung!
Jetzt greift er ihn an. Das ist das Tor! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht ein super Kopfballtor. Simmons. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Flanke kommt nicht durch. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Was draus machen und mit dem Kopf hat es gemacht. Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Gut gemacht, den schauen wir uns gerne noch einmal an. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke, so machen Standards Spaß. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Souverän geklärt. Simmons. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Und er versucht es mit dem Kopf. Gut gemacht vom Torwart. Erfolgsbilanz, ein Dreierpack und der Versagter. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Freistoß. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Das muss es sein! Er hat
attackiert ihn. Er will den Ball. Gut. Beide Mannschaften haben zwei Tore geschossen und das schon zur Halbzeit. Pausenstand 2:2. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Buschi. Und ich bin mir sicher, es gibt ein Unentschieden. Fußballspiel ist ja normalerweise die Kunst des Scheiterns bei gelegentlichem Gelingen. Aber hier ist fast alles gelungen im ersten Durchgang. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verstanden habe, aber Fakt ist, dass wir hier ein Riesenfußballspiel sehen. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Tolle Flanke. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können. Aber er hält ihn fest. Balleroberung im Mittelfeld. Und jetzt! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Möglichkeit. Ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Super Flanke. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Simmons. Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne. Das muss es sein! Guck mal hin! Der Torwart kommt weit raus und wehrt den Ball sicher. Das war der Pfosten! Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Über solche Distanzschüsse kann der Keeper natürlich nur lachen. Kann er sich den Ball holen? Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt.
Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Der springt da hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Simmons. Da hatte der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Simmons. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Super Flanke, gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Kann er sich den Ball zurechtlegen. Sehr gute Flanke. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Er ist ins Straucheln gekommen, aber er bleibt auf dem Ball. Jetzt schießt er und der Keeper hält. Ja, aber der Heber war auch nicht wirklich. Die Abwehr aufmerksam. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Aus gespielt. Simmons. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Elfmeter sind reine Nervensache. Ja, das passt hier offensichtlich nicht.
Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Ein Versuch der Balleroberung. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Ja, mit dem Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. So kurz vor Schluss lege ich mich fest, wer jetzt das Tor schießt, der hat gewonnen. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Jetzt also die Auswechslung. Das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Macht er ihn rein? Achtung, lässt! Genau, richtig. Und Tor! Die Entscheidung! Das muss die Entscheidung sein, in letzter Sekunde. Dieses Tor wollen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Das Ganze jetzt noch mal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Souverän geklärt. Schnappt sich die Flanke. Schuss und alle Achtung gegen diesen harten Schuss, eine klasse Parade. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. So, der Trainer bringt jetzt gleich zwei frische Spieler in die Partie. Oder im Augenwinkel gesehen. Der springt da hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Da hat er abseits gepfiffen.
unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen. Was war der Erkenntniswert? Sie haben gewonnen. Vielleicht haben Sie ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ja, das würde ich gar nicht unterschätzen, Manni. Das ist genau der entscheidende Aspekt. Das nimmst du mit in die nächsten Wochen. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Beugmann. Bis bald. Tschüss.